Jedes Jahr werden bei uns tausende Kinder im Krankenhaus behandelt. Schwerstkranke Kinder bleiben dort oft Wochen oder gar Monate. Für diese kleinen Patienten haben zwei Freundinnen ein einzigartiges Hilfsprojekt gegründet. Nadja Bendorf und Nicole John organisieren Klinikkonzerte mit Stars für Kinder, die gerade eine besonders schwere Zeit durchleben. Wir schenken Freude. Wir schenken Freude auch nachhaltig, weil Kinder dann noch Wochen später davon erzählen. Und das ist für die so ein besonderer Moment. Und gerade wenn auch jemand kommt, den sie vielleicht aus dem Radio kennen, und dass wir dann solche Träume wahr werden lassen, das ist, berührt uns und berührt die Kinder. Nicole John ist Notfallsanitäterin in einer Rettungsstelle. Immer wieder wird sie mit Schicksalen kranker Kinder konfrontiert. Hier entsteht vor 8 Jahren die Idee, die auch ihre Freundin Nadja sofort begeistert. Mit Klinikkonzerten kleinen Patienten beim Gesundwerden zu helfen. Wir waren uns relativ schnell einig, dass Musik bei uns immer sehr viel bewirkt. Auch dass Musik einfach unheimlich heilende Kräfte in Bezug auf die eigene Psyche hat. Mit 20 Helfern organisieren Nadja und Nicole ehrenamtlich ihre Konzerte. Auch die Profis im Krankenhaus sind dankbar dafür. Solche Events sind für die Patientinnen und Patienten sehr, sehr wichtig, weil wir auch glauben, dass das auch zur Genesung beiträgt und vor allen Dingen einfach mal eine willkommene Abwechslung von dem manchmal auch etwas langweiligen Krankenhausalltag ist. Dann erzählen die den ganzen Tag und Kinder malen Bilder, und das ist schon richtig, richtig ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Lea aus Lüneburg hat schon über 2 Jahre ihres Lebens im Krankenhaus verbracht. Mit einem Herzfehler kam sie zur Welt. Als sie im letzten Jahr auf ein Spenderherz wartet, ist die 16-Jährige isoliert und allein in ihrem Krankenzimmer. Umso größer damals ihre Freude, als sie ihr großes Idol trifft, Max Giesinger. So weit vor, so viel gesehen, so viel passiert. Ja, und dann habe ich nur genossen und zugehört und fand es toll. Das ist das Schönste. Wenn die ganze Zeit Tränen fließen, weil irgendwelche Schmerzen sind, und sie hatte wirklich starke Schmerzen, und auf einmal kommt ein Lächeln zum Vorschein. Das ist schon toll. Romy kam als Frühchen zur Welt. Oft ist sie im Krankenhaus. Bei einem Kinderklinikkonzert trifft die 9-Jährige Vincent Weiß. Ein unvergesslicher Tag. Ich war noch nie bei irgendeinem Konzert. Dann war ich bei Vincent, das war so cool. Ich finde den total süß. Nadja und Nicole wollen noch viele Kinder, die eine schwere Zeit im Krankenhaus verbringen, mit ihren Konzerten glücklich machen. Und dann so die ersten lachenden Gesichter zu sehen, das ist einfach immer wieder das Schönste. Und das ist ja auch das, warum wir das machen. Das sind natürlich auch die Momente, die uns für die harte Arbeit dann im Vorfeld sozusagen belohnen. Wenn die Kinder glücklich sind, wenn die Klinik glücklich ist im besten Fall, dann ist unser großes Ziel auf jeden Fall erreicht.